Die Machthaber in Teheran provozieren den Westen seit Jahren mit ihrem Atomprogramm. Nun antworten die Europäer mit Sanktionen und einem Ölembargo ab Juli. Teheran droht ebenfalls mit der Blockade der Straße von Hormuz. Und US-Präsident Obama will keine Option vom Tisch nehmen. Die Machtprobe: der Iran, das Öl und der Westen. Guten Abend zur Phoenix-Runde. Diese Nachrichten sind besorgniserregend. Droht eine neue Eskalation im Konflikt mit dem Iran? Schärfere Töne werden angeschlagen. Doch die Frage ist, was sie am Ende wirklich bewirken. Kann ein Ölembargo den Iran wirklich treffen oder schneidet sich Europa ins eigene Fleisch? Die Machtprobe. Der Iran, das Öl und der Westen. Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Konstantin Kosten, Iran-Experte bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sabah Farzan, Soziologin und Publizistin. Steffen Buchholz, Energieexperte, Charles Mallory, Direktor des ESPEN Institute und Rainer Stinner, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Herr Buchholz, nun hat der Iran schon reagiert, hat gesagt, an diesem Wochenende schon ein Gesetzesentwurf, wir stoppen einfach selbst die Öllieferungen. Was würde das für Europa bedeuten, wenn wirklich diese Öllieferungen stoppen würden? Im Moment noch nicht sehr viel. Zunächst sind ja die Tanker unterwegs aus den verschiedenen Exportländern Richtung Europa. Es gibt auch Notreserven hier in Europa, die man zur Not nutzen könnte. Aber die Maßnahme oder der Plan im Iran kommt schon überraschend. Man hatte zunächst eigentlich geplant, ein Embargo anzukündigen und das dann erst im Juli in der harten Form tatsächlich umzusetzen. Jetzt würde man praktisch auf dem falschen Fuß erwischt werden, denn gerade einige südeuropäische Länder, die auch im Rahmen der Schuldenkrise stark betroffen sind, Griechenland, Italien, Spanien, müssen erst im Moment ihre ganzen logistischen Versorgungsketten umstellen, um den Ausfall des Irans bewältigen zu können. Ja, Herr Stinner, wie sehr sind wir in Europa auf das Öl angewiesen aus dem Iran? In Europa insgesamt nicht sehr stark, aber natürlich einige Länder schon sehr stark. Und die Länder sind da gerade genannt worden und die haben auch einige andere Probleme. Von daher werden wir natürlich durch ein solches Embargo vom Iran, ein Verkaufsembargo natürlich getroffen und müssen als Europäer, die wir diese Sanktionen ja getroffen haben, auch versuchen, gemeinsam zu reagieren und das gemeinsam abzuwettern. Herr Kosten, sind das jetzt gerade eher Drohungen? Also wie ernst kann man das nehmen, wenn jetzt gesagt wird, gleich am Wochenende Gesetzesentwurf, wie schnell kann das überhaupt gehen oder sind das wirklich eher leere Drohungen? Sie meinen jetzt von Seiten der von EU, Seiten nehme ich an? Von Seiten des Iran sozusagen, jetzt zu sagen, wir stoppen das selbst. Nun, es kann durchaus sein, dass Iran, wenn der Gesetzentwurf jetzt so eingereicht worden ist im Parlament, dass dann, wenn es entsprechend durch die Lesungen geht, es doch sehr schnell umgesetzt wird innerhalb von ein paar Wochen. Insofern würde ich nicht unbedingt sagen, dass es leere Drohungen von Seiten Irans sind. Das ist vielmehr wieder eine Art von iranischer Antwort auf die europäische Entscheidung, das Ölembargo jetzt durchzuführen. Frau Farzan, wenn wir jetzt die Sicht mal umdrehen, wie sehr würde es denn dem Iran wehtun, wenn quasi die Öllieferungen nicht mehr nach Europa gehen würden? Es würde dem Iran sehr, sehr schmerzhaft wehtun. Die iranische Wirtschaft ist in einer sehr desolaten Lage. Es ist wirklich, man kann von mafiösen Strukturen sprechen. Es ist eine Planwirtschaft, die diese Wirtschaft wirklich zugrunde gerichtet hat. Und der Iran ist abhängig davon, sein Öl nach Europa, in die ganze Welt, aber ganz besonders nach Europa zu verkaufen. Und von daher ist das Ölembargo der Europäischen Union wirklich eine historische Entscheidung, in diesem Atomkonflikt den Schlüssel tatsächlich auch anzuwenden, um dem Iran wirtschaftlich so sehr zu schaden, dass wir wirklich davon reden können, dass ein Kollaps der iranischen Wirtschaft und damit des iranischen Regimes absolut denkbar und absolut realistisch ist. Mallory, würden Sie so weit gehen? Die meisten Lieferungen gehen ja doch eher nach China, Indien, wenn wir uns das anschauen, also bis zu 80% gehen eher in die Richtung. Also ist es eindeutig darauf gerichtet, den Druck auf das Regime in Teheran zu erhöhen. Mhm. Wir haben 10 Jahre lang verhandelt mit Iran und versucht, mit wachsendem Druck die iranische Seite dazu zu bewegen, uns aufzuklären, wie es sein kann mit dem, was sie gemacht haben, dass dieses Nuklearprogramm nur für friedliche Zwecke da ist und haben keinen Erfolg. Und das hier ist, glaube ich, so dein vorletzter Schritt, bevor irgendjemand etwas anderes unternimmt, um Iran von der nuklearen Schwelle zurückzuhalten. Wie bewerten denn die USA die Sanktionen letztendlich, die die EU beschlossen hat? Ich glaube, es ist etwas, was man sich schon lange Zeit erwünscht hat. Und ich
nehme an, es begrüßen diese Schritte. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es könnte wirklich innerhalb von einigen Wochen dazu kommen, dass der Iran sagt, wir stoppen jetzt. Was mich interessieren würde, wie sich das auf den Ölmarkt allgemein wirklich auswirken würde. Also haben wir zu befürchten, quasi als Endverbraucher von Erdöl, dass es teurer wird, dass es schwieriger wird? Das hängt natürlich insgesamt von der Nachrichtenlage ab, ob zum Beispiel auch eine Eskalation im politisch-militärischen Bereich droht, wie insgesamt die EU darauf reagiert. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass der Schritt eben so überraschend käme, dass der Ölpreis höchstwahrscheinlich darauf reagiert. Und das sind enorme Summen, die dann plötzlich ins Spiel kommen. Pro Jahr werden etwa 30 Milliarden Fass Öl verbraucht auf der Welt. Und der IWF hat ja erst gestern geschätzt, dass ein ungeplantes, ein starkes Embargo oder eben auch ein Gegenembargo in dem Fall den Ölpreis um 20 oder 30 Dollar pro Fass verteuern könnte. Also wenn jetzt ein Gegenembargo kommt und sich diese Krise hinzieht, dann reden wir übers Jahr gerechnet über einen Betrag von 600 Milliarden Dollar, den die Ölverbraucher zusätzlich an die Ölproduzenten eben bezahlen müssten. Und damit bewegen wir uns sofort in Größenordnungen, die mit Konjunkturprogrammen, die mit der Bewältigung der Finanzkrise und Ähnlichem zu tun haben. Also insofern, das wäre auch mein genereller Punkt, da muss man sich sehr gut überlegen, bevor man Embargos ausspricht, bei einem Rohstoff, der so knapp geworden ist und wo die Versorgung so anfällig geworden ist, dass jede kleine Störung sofort starke... Also würden Sie eher sagen, Embargo lieber nicht? Ich würde sagen, man muss zuerst mal darüber diskutieren, ob man die Kosten bereit ist zu tragen. Herr Stinner, ist man bereit, die Kosten zu tragen? Man muss bereit sein, die Kosten zu tragen. Wenn man diesen Schritt gemacht hat und hat ihn gemacht, dann musste man wissen, dass das Konsequenzen hat. Nun gibt es im Vorfeld, Herr Buchholz wird das sicherlich besser wissen, ja durchaus Überlegungen, inwieweit Saudi-Arabien zum Beispiel in der Lage ist, für die ausgefallenen Mengen des Iran schnell einzuspringen. Die Frage ist der zeitlichen Verfügbarkeit von den Kapazitäten in Saudi-Arabien scheint das jedenfalls zu einem großen Teil möglich zu sein. Aber das weiß Herr Buchholz sicherlich viel besser. Aber natürlich muss man bereit sein, wenn man solche Sanktionen verhängt, dann auch die Konsequenzen zu tragen. Können wir sie denn tragen? Kann sie Europa tragen, wenn wir eben auf die Länder blicken wie Griechenland? Wir müssen sie tragen. Wir müssen sie gemeinsam tragen. Das ist der Preis dieses politischen Instrumentes. Und wie können sie getragen werden? Wie kann es denn ausgeglichen werden? Indem man eben Saudi-Arabien versucht, mit ins Boot zu holen. Also zunächst einmal werden wir sicherlich dafür sorgen müssen, dass in Europa die Länder, die am meisten betroffen sind, dazu gehört ja Deutschland wie gesagt nicht, aber Griechenland zum Beispiel, dass deren Ölversorgung aus anderen Kanälen bewerkstelligt wird. Und wir haben darauf hingewiesen, dass es Reserven gibt in Europa, die gibt es auch in Deutschland. Und das wird man sicherlich einen europäischen Verbund schaffen, um das zu machen. Und zweitens wird man sehr schnell dann gemeinsam überlegen müssen, welche zusätzlichen Kapazitäten sind anzuzapfen, wo können wir zusätzliches Öl herbekommen, und das werden wir sicherlich nicht nur Griechenland alleine überlassen, sondern sind wir gefordert, das im europäischen Verbund sicherlich gemeinsam zu betreiben und auch dann voranzutreiben. Die große Frage ist ja wirklich, wie viel kann dieses Embargo denn am Ende wirklich bringen? Also nochmal, wenn wir uns die Zahlen anschauen, 18-20% werden an Europa geliefert, 80% gehen nach China und Indien und andere Länder. Werden diese Länder dann im Zweifel auch mitziehen und sagen, okay, wir sind da mit euch in einem Boot, oder profitiert man da eher von? Also bis jetzt setze ich große Fragezeichen hinter diese Frage, ob China, bei Japan vielleicht schon eher, die letzten Zeichen deuten darauf hin, aber ob China ernsthaft mitziehen wird, ob Russland mitziehen wird, was ein Öl und ein weitere Embargen anbelangt gegen Iran, das sehe ich sehr zweifelhaft. Mhm. Auch besteht ja durchaus die Frage, was hat das für Folgen für die Verhandlungen auch im Nukleardossier? Das große Ziel, Iran zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, ist seit einigen Jahren und mit jeder Sanktionsrunde immer schwerer zu erreichen. Und das Regime in Teheran ist ganz klar, setzt im Zeichen der Sanktionen, setzt es ebenfalls auf stur. Wir haben es jetzt gesehen, es kommen die Gegenmaßnahmen. Und klar, sie sind wirtschaftlich unter Druck oder noch mehr unter Druck mit den Sanktionen. Aber das politische, das außen- oder sicherheitspolitische Ziel, sie zurück an den Verhandlungstisch in der Nuklearfrage zu bekommen, rückt eher in weitere Ferne. Und der nächste Schritt, das ist die wirklich große Gefahr dabei. Jetzt sind wir beim Ölembargo und beim Boykott der iranischen Zentralbank. Der nächste Schritt ist eigentlich fast nur noch
der Militärschlag. Darf ich noch kurz ergänzen zu China machen? Weil Sie gesagt haben, ist es offen, ob China mitmacht? Also ist es, glaube ich, nicht offen. China hat gesagt, sie werden nicht mitmachen. Es gibt ein für uns positives Nachricht aus China, dass die Chinesen sagen, wir werden aber nicht das Meeröl, was ihr jetzt nicht mehr abnehmt, ihr Europäer, dann zusätzlich abnehmen. Das haben sie uns versprochen, dass sie ihren Ölimport aus Iran deswegen nicht erhöhen werden. Aber dass sie sich am Embargo beteiligen werden, davon ist nicht die Rede. Aber China muss sich auch gar nicht am Embargo beteiligen. Es ist nicht nur so, dass sie das Öl, was der Iran an Europa nicht mehr verkaufen wird, nicht abnehmen werden, sondern sie haben ihre Ölzulieferungen aus dem Iran bereits drastisch reduziert. Und man muss wirklich sagen, das ist ein unglaublich großer Schritt gewesen, den China gegangen ist. China hat einen unglaublich großen Energiebedarf und hat auf Druck der Amerikaner, Timothy Geithner war gerade im asiatischen Raum und hat eben zahlreiche Gespräche geführt. China hat sich da wirklich auf den Westen zubewegt. Insofern dieser Komplex, dass China und Russland immer gemeinsam gegen den Westen in diesem Atomkonflikt eine Position halten, der stimmt so nicht. Also China ist wesentlich pragmatischer, wesentlich flexibler, als es die Russen sind. Für Russland ist dieser Iran-Konflikt eine ideologische Frage. Für China ist es das nicht. Mhm. Und letztendlich ist es bei China so, sie brauchen nahöstliches Öl für ihren Energiebedarf. Das muss nicht unbedingt iranisches sein und so wird es ja jetzt auch sein. Und ich würde gerne einmal widersprechen wollen, das Ziel dieser Sanktionsrunde, die jetzt die Europäische Union und auch die Amerikaner gegangen sind, ist nicht mehr den Iran an den Verhandlungstisch zu führen. Also ich bin keine Diplomatin, ich kann das als Journalistin einfach sehr viel deutlicher und klarer ausdrücken. Die Tür bleibt offen für den Dialog und wir wollen Iran wieder zurück an den Verhandlungstisch. Das ist letztendlich diplomatisches Geplänkel, denn man hat einfach gesehen, die Verhandlungen mit dem Iran haben zu nichts geführt. Aber wozu soll es denn dann jetzt führen? Was kann denn nun passieren, wenn eigentlich das Ziel ist, wir wollen mal wieder miteinander reden, wir versuchen es? Naja, das ist, wie gesagt, das ist aus meiner Perspektive, aus meiner Analyse nicht mehr das Ziel und ich würde es so beschreiben. Die europäische Iran-Politik war lange Zeit eine Appeasement-Politik in diesem Atomkonflikt. Seit dem Sommer 2010 ist es eine Sanktionspolitik, weil damals die Europäische Union sehr drastische Sanktionen beschlossen hat. Und jetzt ist es eigentlich eine Regime-Change-Politik. Aber man wird sich nicht in einer Pressekonferenz hinstellen und sagen, wir wollen jetzt aktiv den Regime-Change, den friedlichen Regime-Change im Iran befördern, sondern man tut es in Form von wirklich harten Wirtschaftssanktionen und gleichzeitig auch mit der Kommunikation zur iranischen Gesellschaft. Es ist nicht die iranische Gesellschaft, die wir treffen wollen, sondern es ist das iranische Regime, das wir treffen wollen. Also da muss ich aber genau doch also sehr deutlich widersprechen, dass Sie sagen, Frau Fassan, das Ziel sei ein Regime Change. Und das sei nur nicht ausgesprochen, weil man sowas nicht aussprechen würde. Ein Regierungswechsel. Das Ziel ist ausdrücklich kein Regierungswechsel, weil wir alle die Erfahrung gemacht haben, dass dieser Regierungswechsel, auch Regime Change als Terminus Technicus, von außen sehr problematisch ist. Und wir würden auch erleben, dass dann Iran das sehr, sehr problematisch gesehen wird, wenn dieser Regime Change von außen offen als diplomatisches Ziel oder politisches Ziel angestoßen wird. Nein, das Ziel ist tatsächlich, das, was wir sagen, auch zur Realität werden zu lassen, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zu verhindern, dass der Iran Nuklearmacht wird, weil das für uns sicherheitspolitisch dramatische Auswirkungen für die ganze Region darüber hinaus haben wird. Das ist das ausgesprochene Ziel. Auch hier würde ich noch einmal widersprechen. Sie sind Politiker, Herr Stinner, ich bin Journalistin. Ich kann das glücklicherweise ein bisschen anders ausdrücken. Und es hat sich wirklich auf europäischer Ebene die Erkenntnis durchgesetzt und das hat eine Weile gebraucht. Das Problem in diesem Atomkonflikt mit dem Nuklearwaffenprogramm des Irans ist das iranische Regime selbst. Denn es hat sein Schicksal an dieses Atomprogramm so gekoppelt, dass es einfach nicht kann.
keine andere Lösung als einen Regierungswechsel, einen Regimewechsel im Iran geben wird. Und es hat sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, die Europäische Union hat ja nicht nur Wirtschaftssanktionen aufgrund des Atomprogramms, sondern auch aufgrund von massiven Menschenrechtsverletzungen im Iran entschlossen. Aber nun geht es vor allem eben um das Atomprogramm im Moment, um sozusagen dort Druck ausüben zu können. Aber Sie sagen schon, gut, Druck wird ausgeübt. Wie schätzen Sie es ein? Also in welche Richtung geht es? Es scheint ja nun wirklich doch so zu sein, dass man sagt, wir versuchen, an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Eine andere Möglichkeit? Naja, es gibt auch einen anderen Winkel, den wir hier noch nicht erwähnt haben. Und das ist, dass wir der israelischen Seite zeigen müssen, dass wir alle Möglichkeiten versucht haben, durch diplomatische und andere Methoden eine Lösung dieses Problems herbeizuführen. Und es gab in der Tat, ich würde Ihnen zustimmen, in den letzten Monaten eine wesentliche Eskalation in den Drucksmitteln, die benutzt wurden. Ich glaube, Amerikaner haben ihre Zweifel an Regime Change, einfach weil es nicht so toll geklappt hat ein paar Mal. Aber ich glaube, eine zweite unausgesprochene Zielsetzung, wo wir bei unausgesprochenen Sachen sind, liegt darin, die Israelis davon abzuhalten, frühzeitig einzugreifen und Konsequenzen auszulösen, die dann auch viel, viel schlimmer sein würden. Also militärischer Schlag von israelischer Seite. Ja, und wir müssen denen beweisen, dass wir als westliche Gemeinde zu alle anderen Mittel gegriffen haben. Sonst vielleicht greifen sie früher als erwünscht zu einer unilateralen militärischen Mitteln. Mhm. Und haben die USA sich ja sozusagen auch ein bisschen formiert, kann man sagen, wenn es da um die um Hormuz geht? Ja, wir werden natürlich die Straße von Hormuz offen halten. Mhm. Klar. Ich bezweifle diese Idee einer sag ich mal, geeinten westlichen Politik des Regime Changes, weil es mir sehr schwer fällt, mir vorzustellen, dass in einem Wahlkampfjahr irgendeine amerikanische Regierung so etwas auf die Tagesordnung setzen würde, proaktiv. Reaktiv die Straße von Hormuz offen zu halten in einer Krisenzeit ist völlig andere Sache. Ich glaube, es handelt sich hier um noch einen Eskalationsschritt, der gleichzeitig den Druck auf Iran erhöhen soll, aber auch gleichzeitig die Israelis irgendwie im Griff halten soll. Ist denn der Iran gewappnet? Wie lange könnte denn, wenn wir jetzt nochmal die Straße von Hormuz uns anschauen, der Iran es wirklich halten können, wenn man es so ausdrücken will? Einen Tag. Also rein militärisch, und das ist auch völlig klar, wenn der Iran es wagen würde, militärisch die Straße von Hormuz zu sperren, dann würden die Amerikaner gezwungen sein. Und ich glaube, die Weltmeinung wäre dann auch völlig auf Seiten der Amerikaner, das nicht zuzulassen militärisch. Und die amerikanische Militärmacht ist natürlich deutlich überlegen. Das ist aber welche Konsequenzen hätte das denn? Und natürlich ein Brandherd par excellence. Und natürlich wie jeder militärische Konflikt die große Gefahr, dass es sich ausweitet. Wobei ich glaube, dass ein militärischer Konflikt, ein Konflikt, der sich ausschließlich auf die Freiheit der Seewege der Straße von Hormuz beschränkt, eventuell sogar noch eingrenzbar ist. Ein darüber hinausgehender militärischer Konflikt, der zum Beispiel einen Bombenangriff auf Iran bedeuten würde, der hätte meines Erachtens unabsehbare regionale Folgen. Also da würde ich schon noch einen Unterschied machen. Aber natürlich ist jeder Militärkonflikt in dieser Region, würde Lunte an einem Pulverfass legen mit unabsehbaren Folgen. Und den wird es auch nicht geben. Glücklicherweise muss ich dazu sagen, das Einzige, was militärisch machbar ist, sind eben verdeckte Aktionen, wie wir sie in letzter Zeit sehr häufig gesehen haben, wo eben beispielsweise eine Militärbase der Revolutionsgarden in der Nähe von Teheran in die Luft gegangen ist und wirklich Führungselemente der Revolutionsgarden damit aus dem Verkehr gezogen wurden. Sprichwörtlich, das ist möglich, das kann man ohne großes Risiko machen, mehr als das geht auch gar nicht und mehr als das sollte auch gar nicht gemacht werden. Und denn die iranische Bevölkerung ist aufgrund von Wirtschaftssanktionen selbst in der Lage, sich in die Demokratie zu bewegen. Und das hat sie im Sommer 2009 eindrucksvoll wirklich bewiesen, sichtbar bewiesen. Das ist es, was den arabischen Frühling inspiriert hat. Es wäre schon historisch sehr merkwürdig, wenn die Länder des arabischen Frühlings weiterziehen auf ihrem demokratischen Weg mit sehr, sehr vielen Problemen, aber auf jeden Fall weiterziehen. Und der Iran tut es nicht und eine iranische Zivilgesellschaft lebt weiter unter der Despotie. Das kann nicht sein. Also es gibt eigentlich eine Reihe von militärischen Optionen. Ich gehe davon aus, dass wir hier von einem Szenario reden, wo man die Straße von Hormuz aufhält.
Es könnte ganz leicht dazu führen, dass Iran eine Reihe von asymmetrischen Schritten weltweit gegen unsere Interessen unternimmt. Mit anderen Worten, eine Botschaft wird in Südamerika gesprengt. Mhm. Und nicht nur amerikanische, sondern eine israelische auch. Und warum auch nicht eine deutsche? Und dann muss man sich überlegen, was man macht. Die engste Option ist die Straße von Hormuz aufmachen. Aber da kommt sehr schnell danach, und das haben wir in einer Studie auf unserer Webseite veröffentlicht, die Militärs kommen dann auf einen an zu und sagen, okay, jetzt wo die Gewalt sozusagen verwendet wird, warum nicht einfach Einzeleingriffe gegen bestimmte Teile der nuklearen Infrastruktur? Mhm. Der nächste Schritt ist dann, okay, wir müssen so Luftabwehrsysteme ausschalten, um also das machen zu können. In kleinen Schritten doch eine Art von Krieg. Der nächste Schritt ist dann, okay, wenn wir dann dabei sind, warum schalten wir nicht die Fähigkeit der Revolutionärgarde gegen Angriffe auf uns durchzuführen aus? Mhm. Es gibt also eigentlich eine ganze Reihe von militärischen Eskalationsmöglichkeiten. Und das ist eben die Gefahr, auf die Herr Stinner hingewiesen hat, dass es sehr, sehr schnell außer Kontrolle geraten kann. Mhm. Ja, vor allem, wie schwierig ist es sozusagen, auch wenn man einen Militärschlag, um die nuklearen Waffen sozusagen auszuschalten, fahren würde? Man weiß ja gar nicht, wo das überall verteilt ist. Wie kann man sich das vorstellen? Also die ganzen Anlagen, die sozusagen im Iran verteilt sind, keiner weiß so recht, wo eigentlich was ist. In der Tat, das ist ja auch einer der großen Punkte, die den Israelis auch immer gesagt werden oder die auch amerikanische Sicherheitsexperten bezweifeln. Man geht, glaube ich, von über 30 bis 40 Anlagen aus, versteckt, teilweise mittlerweile wohl bis 40, 50 Meter unter die Erde. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das gesamte Nuklearprogramm, glaube ich, komplett zerstört wird. Bestenfalls wäre bei einem Militärangriff ein Rückschlag für mehrere Jahre zu erreichen des Nuklearprogramms. Gleichzeitig kann man sich dann auch sicher sein, als erste politische Folge, dass Iran mit sofortiger Wirkung aus dem Nichtverbreitungsvertrag austritt und allen Grund hat, unter der Erde mit voller Inbrunst. Den er aber sowieso nicht wirklich einhält, aber dann Bombe. Zumindest auch noch austreten. Es gibt, ja klar, die begründeten Zweifel natürlich, aber wie gesagt, es ist auch die große Frage, ne, mit dem Nuklearprogramm, inwieweit die Entscheidung in Teheran gefallen ist. Es wird von Iran und es wird auch von den Revolutionsgarden immer wunderschön als ein monolithischer Block geredet, was definitiv nicht der Fall ist. Das Regime und die politische Elite in Iran und in Teheran insgesamt ist sehr fraktioniert und genauso wie es das politische System ist, sind es auch die Revolutionsgarden. Da gibt es Leute, die sicherlich für die Atombombe sind und da gibt es genauso aber auch hochrangige Generäle, die eben sicherlich gegen die Atombombe sind, weil völlig klar ist, dass Iran, wenn es sich für die Atombombe entscheidet, vielleicht eine Kapazität von 4-5 Bomben hätte, die aber taktisch relativ wenig bringen würde. Gleichzeitig will ich jetzt auch, wir reden hier die ganze Zeit bereits über die ganzen militärischen Gefahren. Ich finde es sehr schade, dass man politisch, gut, Zivilgesellschaft ist das eine, ich sehe da auch, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Ich möchte aber doch nochmal den anderen Punkt machen, dass ich durchaus glaube, dass die Machthaber in Iran sehr wohl bereit sind zu sprechen und dass ich, anders als Sie, Frau Fasan, dass ich es gerade als großen Fehler empfinde, dass man bis dato eben die Nuklearfrage und die Menschenrechtsfrage zum Beispiel mehr oder weniger zwingend verbindet. Hat die Politik da nicht genug getan? Die Politik hat viel getan. Sie hat zu spät. 2002 ist das Programm bekannt geworden, danach ging es los. Die Europäer haben, als damals die Bush-Administration nicht bereit war, einzusteigen, haben das Heft damals in die Hand genommen. Leider haben es die Europäer eben mittlerweile in der letzten Zeit doch wieder zu sehr abgegeben und sich auf die Sanktionspolitik allein verladen. Aber insgesamt zu spät, es wurden Erfolge erzielt. Ich meine, dass sie nicht ausreichend waren, diese Erfolge, ist ganz klar. Aber man hat Erfolge erzielt. Es gab ein kurzweiliges Moratorium. Das hat gleich zwei Jahre gezeigt, dass man miteinander sprechen kann. Zwei Jahre später wurde dieses Moratorium dann auch wieder aufgelöst. Also, die Iraner hatten aus ihrer Sicht Grund, das zu tun. Ja. Nein, schauen Sie, der Iran hat Rechte und er hat
Pflichten, die der Atomwaffensperrvertrag einem Land, der diesen Vertrag ratifiziert hat, gibt. Aber der Iran, und ich denke, für jeden sichtbar, hat das die IAEO in ihrem vergangenen Bericht offen dargelegt, hat die Rechte und auch die Pflichten dieses Vertrages gebrochen. Und die internationale Staatenwelt kann einfach nicht dabei zusehen, wie der Iran sein Atomprogramm fortführt. Am Ende eines solchen Prozesses wäre der Atomwaffensperrvertrag, wenn nicht entscheidender etwas unternommen wird, Makulatur. Und das kann nicht sein. Das geht nicht. Und diese Erfahrung haben wir einmal schon gemacht in Nordostasien und möchten wir nicht noch einmal machen. Also somit einfach den Ausstieg aus dem Nuklearsperrvertrag zu drohen. Wir haben die Erfahrung schon gemacht, dass es einem gelungen ist, das zu machen, dass sie auch in der Lage sind, jetzt, wo sie verwundbar sind, mit einer geringen Anzahl von Atomwaffen, aber es hat sie davon nicht abgehalten. Und insofern glaube ich, ist es richtig, dass man den Druck erhöht. Ich würde Ihnen aber in einem auch zustimmen. Es war viel von Peitsche der Rede und nicht sehr viel von Zuckerbrot. Und wenn man sich diese Lage geostrategisch überlegt, kann eigentlich die Nabucco-Linie nur klappen, wenn es iranisches Gas drin gibt. Und das ist natürlich ein wunderbares Stück Zuckerbrot, das überhaupt nicht sozusagen ins Spiel gebracht wurde. Und ich bin auch Ihrer Meinung, dass es doch möglich sein sollte, mit irgendwelchen Parteien in Iran zu sprechen, vernünftig darüber zu sprechen und eine Erklärung zu bekommen. Das Problem ist, dass es so viele konkurrierende Machtzentren in Teheran gibt, dass man nie weiß, mit denen man wirklich sprechen sollte und ob sie liefern können. Und mittlerweile ist es auch so, die Leute, mit denen man vielleicht hätte reden können, sitzen mittlerweile im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie man mit denen kommunizieren möchte, wenn die nicht vorher aus den Gefängnissen entlassen werden. Und lieber Herr Kosten, der Iran möchte immer reden in Form eines Monologs. Wir im Westen wollen einen Dialog, wir wollen Verhandlungen, die natürlich kein Spaziergang sind, aber die am Ende aufzeigen, da ist ein Prozess da, wo sich international verantwortliche Staaten einander annähern. Und das kann man mit anderen Staaten tun. Da kann man sehr viele pragmatische Schritte gehen. Mit der Islamischen Republik kann man das nicht. Herr Buchholz, ich würde gerne einmal Herrn Buchholz noch dazu fragen, würden Sie jetzt sagen, wenn wir uns das anhören, dass das Instrument des Embargos gut, man übt dadurch Druck aus von Seiten des Westens, aber am Ende vielleicht doch auf andere Art und Weise, man hätte den Verhandlungstisch irgendwie suchen sollen? Man muss immer den Verhandlungstisch suchen und ich finde es auch zu kurzschlüssig, jetzt zu sagen, dass man nur, wenn jetzt vielleicht ein relativ schlecht vorbereitetes Embargo keine Wirkung hat, dass man dann sofort zu militärischen Maßnahmen greift oder militärisch anderen Ländern grünes Licht gibt. Ich denke, es gibt noch eine Menge Chancen dazwischen. Herr Kosten hat schon angesprochen, innenpolitisch ist im Iran einiges in Bewegung. Es gibt Wahlen. Es gibt, und das sollten wir alle nicht vergessen, in den USA und in Frankreich auch Wahlen. Also wie lange kann man das überhaupt durchhalten? Kann es zu einer Eskalierung aus innenpolitischen, also jetzt von Seiten der Embargo-Staaten, aus der innenpolitischen Perspektive kommen, die man dann so eigentlich nicht geplant hatte? Es kann zu ungeplanten Eskalationen kommen, wenn zum Beispiel, wie 1988 geschehen, ein Schiff auf eine Mine fährt oder dann eine amerikanische Fregatte dann ein iranisches Verkehrsflugzeug abschießt. Das ist 1988, waren wir ja wirklich kurz vor einem Krieg zwischen der USA und dem Iran durch eigentlich nicht geplante Zwischenfälle in diesem Fall. Also deswegen finde ich, es gibt viele Zwischenschritte, die man noch ergreifen kann. Diese Anregung finde ich sehr wichtig, also diese Zuckerbrot-Variante möchte ich sie mal nennen. Denn Iran hat die zweitgrößten Gasreserven der Welt, hat die drittgrößten Ölreserven der Welt. Er sitzt praktisch auf einem Schatz, der nicht gehoben wird und der nicht ausreichend genutzt wird. Und das führt mich dann wieder zu den asiatischen Ländern, die eigentlich für mich im Zentrum der Debatte stehen sollten. Ein Embargo ohne Mitwirkung von China, Japan, Südkorea und Indien ist wirkungslos. Dazu haben wir zum Beispiel auch einen Eintrag bei Facebook, da können unsere Zuschauer mitdiskutieren auf der Phoenix-Seite. Ohne die afrikanischen und vor allem asiatischen Staaten wird der Druck nicht ausreichen, aber eben jene hängen am Öltropf aus dem Persischen Golf. Also dort auch die Meinung dazu. Das ist auch kein Zufall, dass ich glaube, es war der chinesische Außenminister, der letzte Woche in Riad war. Also das ist kein
Zufall. Ja. Aber ich möchte die Reise war schon länger geplant allerdings, war schon länger vorher angekündigt. Ja, aber es ist schon richtig, China muss jetzt, steht jetzt zwischen vier Stühlen, könnte man fast sagen. Einerseits die lange kommerzielle Partnerschaft mit dem Iran, auf der anderen Seite die sich aufbauende Partnerschaft mit Saudi-Arabien und den Emiraten, Katar und so weiter. Also da muss ein Kompromiss gefunden werden, aber China muss auch den Kompromiss finden zwischen den Interessen, die es mit Europa und den USA zusammen hat und auch wiederum auf der anderen Seite wieder die Partnerschaft mit dem Iran. Mhm. Also insofern, also ich würde mir wünschen, dass man auch dieses Embargo besser vorbereitet hätte und gesagt hätte, wir fahren erst nach Japan, wir fahren erst nach China und versuchen eine wirklich globale Allianz zu schaffen und reden dann über ein Embargo. Ja, aber das ist natürlich seit Jahren intensiv erfolgt. Also das ist wirklich seit Jahren intensiv erfolgt. Ich selber war zusammen mit Außenminister Westerwelle im Januar 2010 sowohl in Peking als auch in Tokio und in beiden Ländern ist das natürlich gesprochen worden. Aber gut, das ist 2 Jahre her. Ja gut, aber dann, ich sage, es ist ja seit Jahren erfolgt, der Versuch zu machen, aber... Und man hat ihn jetzt nicht nochmal gemacht. Der wird dauernd gemacht. Der Versuch wird dauernd gemacht, natürlich. Auch durchaus mit der ganz klaren Ansage, was sind eigentlich eure Interessenlagen und wo liegen eure Interessenlagen eher. Der Versuch wird laufend gemacht, aber die chinesische Aussage, also allein, dass die Chinesen schon mal sagen, wir sind bereit, dass wir die günstige Möglichkeit, da mehr zu beziehen, nicht ausnutzen, ist ja auch schon mal eine Aussage jedenfalls. Ich glaube aber, dass wir, so wichtig das Nuklear-Dossier ist, und ich will von der Wichtigkeit und Ernsthaftigkeit und Bedeutung nicht ein Stück abschneiden, aber ich glaube, wir haben nicht gut genug daran gedacht, dass der Iran mehrere Facetten hat, auch was uns insgesamt angeht. Also wie gesagt, der Iran ist ein autoritäres System, Menschenrechtsverletzungen, Nuklear-Dossier haben sie uns jahrelang an der Nase herumgeführt, haben betrogen, haben getäuscht, gar keine Frage. Trotzdem aber, werden ja Geschäfte mit dem Land gemacht. Ja, ich will aber was anderes hinaus. Natürlich haben wir zum Teil auch gemeinsame Interessenlagen mit dem Iran. Und das betrifft zum Beispiel Afghanistan, wo der Iran, das mögen manche nicht gerne hören, aber in der Vergangenheit durchaus eine jedenfalls nicht sehr negative Rolle gespielt hat, eher konstruktive Rolle gespielt hat. Ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben gegenwärtig im Iran 3,5 Millionen afghanische Flüchtlinge, die dort untere Arbeit machen, die kriegen eine Arbeitskarte, werden registriert und der Iran hat, ich habe aus diesem Grund, um das zu erforschen, den Iran besucht, mit sehr großen... Was für sehr viel Kritik gesorgt hat, ja, unter anderem Frasan, auch andere haben mich Frasan. Da ja richtig schön durch den Mangel genommen. Zu Recht, Herr Stinner, zu Recht. Okay, das glaube ich Ihnen, dass Sie das sagen. Und dann hat der Iran eben sehr deutlich gesagt, okay, wenn etwas ganz Schlimmes mit uns passiert, dann schicken wir mal die 3,5 Millionen Flüchtlinge morgen nach Afghanistan zurück. Und dann könnt ihr euch, haben die uns sehr deutlich, die sind ja sehr unverblümt, die Iraner, gesagt, dann könnt ihr euch die Entwicklung Afghanistans könnt ihr euch abschminken. Aber lassen Sie sich da nicht doch sehr unter Druck setzen? Wer, wir oder die? Die Politik, Sie? Nein, gar nicht. Indem man sozusagen sagt, gut, ihr tut was für uns. Nein, überhaupt nicht. Wo haben wir denn uns vom Iraner Druck setzen lassen? Sondern ich sage nur, das wird ja auch gemacht. Ist ja nicht so, dass niemand spricht. Also wie gesagt, ich als einfacher Abgeordneter bin hingefahren, dann hat Frau Fasan und andere sich aufgeregt. Natürlich, der iranische Außenminister ist in München empfangen worden. Der hat natürlich mit dem deutschen Außenminister gesprochen. Der Herr Steiner, der für die NATO insgesamt die zivile Afghanistan-Dinge koordiniert, der deutsche Diplomat, spricht natürlich sinnvoll. Vollerweise mit dem Iran darüber. Nächste Woche ist auch die Sicherheitskonferenz in München beispielsweise, wo man sich wünschen würde. Richtig. Was vielleicht in diesem Gespräch nicht aufgefallen ist, dass nicht nur war der chinesische Außenminister in Riad, aber er hat eine Aussage dort gemacht, die eigentlich übereinstimmt mit der Idee einer gewissen Koordinierung mit einer westlichen Kampagne der Erhöhung des Drucks. Er hat nämlich in Riad gesagt, dass China eine iranische Atombombe nicht dulden würde. Mhm. Und das ist schon mehr als einfach ein schon längst vorgeplanter Besuch. Das ist so ein politisches Mitwirken in einem Gesamtplan. Ich würde sagen, zu Ihrer Frage, dass die Leute, mit denen man reden sollte, dass sie im Gefängnis sitzen. Ich bin da nicht so sicher. Das Problem liegt, glaube ich, eher darin, dass die iranische Seite nicht liefern kann. Wir hatten ein Abkommen zwischen
Larijani und Jack Straw, dachten wir. Larijani ist nach Hause gefahren und wurde dann von Ahmadinejad abgeschossen. Wir hatten danach ein Abkommen mit Ahmadinejad. Die anerreichten Produkte sollten ins Ausland exportiert worden. Er ging nach Hause und wurde von Larijani abgeschossen. Also wir haben ein bisschen ein Problem. Und das sind die Leute eigentlich, Entschuldigung, mit denen man verhandeln muss. Und man muss mit Leuten verhandeln, die man nicht mag. Nicht mit seinen Freunden. Ja. Aber das Problem ist, sie sind unter sich überhaupt nicht einig. Schauen Sie, in der internationalen Politik hat man selbstverständlich natürlich nicht immer Freunde, mit denen man komplizierte und auch langwierige Verhandlungen führen muss. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Nur das Problem im Iran heißt Ayatollah Khamenei, der das religiöse Oberhaupt dieses Landes ist, der eben der Anführer dieses Regimes ist. Und mit dem werden sie keinen Deal bekommen, denn der hat sein persönliches Ende an dieses Atomprogramm verknüpft. Und wenn auf europäischer Ebene und bei den Amerikanern sowieso schon seit langer Zeit wirklich die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, das Ende dieses Atomprogramms ist mit dem Ende dieses Regimes verbunden, auf friedliche Art und Weise, dann finde ich das als Deutsch-Iranerin absolut begrüßenswert. Und das ist ein Moment, der... Aber diese Erkenntnis, Frau Fasen, Entschuldigung, nein, so hat sie sich nicht durchgesetzt. Und auch was Herrn Khamenei anbelangt, es gibt Kanäle, es gibt selbst Kanäle zwischen Präsident Obama und Khamenei. Was ich persönlich schade finde, ist, dass diese Kanäle eben nur benutzt werden, um Drohungen aufzubauen, dass sie nicht benutzt werden, um zum Beispiel mal irgendwie zu Gesprächen zu kommen. Gut, auch dafür, es gab zwei Briefe, es gab auch Antworten. Nein, ich finde das Bild, das Sie hier zeichnen, finde ich so einfach nicht, es entspricht nicht den Tatsachen. Man kann, es gibt auch auf iranischer Seite, gibt es Gesprächspartner. Wenn Sie nach Teheran fahren, dann werden Sie dort jetzt, auch jetzt und auch in Institutionen unter diesem Regime, Sie werden Leute finden, mit denen Sie auf erstaunlich pragmatische Art und Weise reden können. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Gespräche, die Frage würde ich gerne, Frau Faser, des Regimes geht. Entschuldigung, und das mag Ihren Tatsachen nicht entsprechen, Herr Kosten, aber Tatsache ist, der Iran ist ein Paria-Staat und als solcher muss er behandelt werden. So einfach ist das. Ich muss sagen, dass ich bin kein Fan von Herrn Khamenei und des theokratische Regime. Aber ich habe persönlich Erfahrung von Versuchen von seinem Büro aus, Kontakt mit dem Weißen Haus aufzunehmen, um die Atomwaffenfrage zu besprechen. Also nicht bereit zu verhandeln, das kann man eindeutig sagen, sind sie nicht. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wirklich jetzt doch Verhandlungen aufgenommen werden können? Als wie wahrscheinlich schätzen Sie das ein? Ich bin dann mit Ihnen. Ich glaube, man sollte nie die Hoffnung aufgeben. Ja, wenn jeder Person, die irgendeine Erfahrung von Krieg hat, weiß ganz, ganz bestimmt, dass man jeden Schritt unternehmen sollte, um so etwas zu vermeiden. Mhm. Es ist nie zu spät und man sollte immer bereit sein, miteinander zu reden und die Fragen aus dem Raum zu räumen. Nochmal zur Wiederholung, was gesagt worden, aber das muss man wissen. Die Machtstruktur im Iran ist extrem komplex und ändert sich auch durchaus im Zeitverlauf. Und von daher ergeben sich durch Gespräche eventuell auch neue Kanäle, neue Möglichkeiten, wie auch immer. Aber wie viel Zeit haben wir denn? Wann wäre denn sozusagen möglicherweise eine Atombombe einsatzfähig? Experten sprechen teilweise von einem Jahr. Es gibt verschiedene Ansätze. Es geht davon aus, seit zehn Jahren, davon in drei Jahren haben sie es. Experten sprechen auch davon, dass es Iran eventuell nur darum ginge, die sogenannte virtuelle Möglichkeit zu haben, eine Atombombe innerhalb von wenigen Monaten zu konstruieren, was wohl wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich ist, weil man einfach nicht weiß, also weil es keinen Sinn macht, eine Atombombe benötigt. Also bevor man sie konstruiert, muss man wissen, ob sie überhaupt funktioniert, sodass es eigentlich nur Sinn macht, wenn man vorher das macht. Diese Fragen sind sehr schwierig. Ich meine, wie gesagt, ich möchte schon nochmal darauf verweisen, dass ich wirklich glaube, dass man selbst in Iran, es mag die begründeten Verdachtsmomente sind mehr als zur Genüge gegeben, ja, und es mag geheim einiges laufen, aber ich glaube, es fehlt das letzte Wissen darüber, ob es wirklich und ob es das Atomprogramm, ob die Entscheidung schon gefallen ist. Und allein deshalb ist es ja so wichtig, sicherheitspolitisch ist es das wichtigste Ziel, Iran davon abzuhalten, diese Bombe zu bauen. Und deshalb ist es so entscheidend, dass man eben, wie
ja in der Runde zum großen Teil ja auch schon festgestellt wird, dass man auf allen möglichen zur Verfügung stehenden Kanälen die Gespräche sucht. Die Geheimdienste sind da sehr aktiv. Wie bekommen die USA da eigentlich ihre Informationen? Also wie kann man sich das vorstellen? Also ich bin nicht da in beratende Funktion tätig, kann ich nur sagen. Aber es gibt verschiedene Kanäle. Wir haben vor einer Woche gesehen, wie so ein unbenanntes Flugzeug mit Stealth-Technologie abgeschossen wurde. Wir wissen von Immigrantenquellen, was da abläuft. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jeden letzten Teil der Infrastruktur zu kennen, wo es ist. Es geht darum, genug zu wissen, um einen wesentlichen Rückschlag den Iranern zu liefern. Das möchte ich nicht sehen. Um auf Ihre Frage zu kommen, wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, die Israelis haben eine Entscheidung getroffen, intern, dass es gewisse Schwellen gibt. Wenn die überschritten werden, dann fängt an, eine Uhr zu ticken, die Sie die strategische Warnungsperiode nennen. Welche Schwellen? Ich bin leider technisch nicht begabt genug, um Ihnen das zu beschreiben. Aber es geht von einem Punkt, wo man die theoretische Möglichkeit, eine Bombe herzustellen, getestet hat und dann anfängt aufzurüsten. Und dann hat man eine Warnungszeit von ungefähr 6 Monaten und dann fängt die Uhr an zu ticken. Und die große Frage ist, keiner von uns weiß, wenn diese Schwelle überschritten wird, aber die Entscheidung liegt nicht bei uns. Ich möchte noch ergänzen, Herr Amano war ja letzte Woche hier in Berlin und ich habe auch mit ihm das Gespräch gehabt und er hat ja den Bericht im November geschrieben, wo er sehr deutliche Warnungen und Concerns ausgesprochen hat, aufgrund von Informationen, die er aus verschiedenen Quellen hat. Von einzelnen Staaten, sagte er, hat nicht genau genannt, von welchen Organisationen in diesen Staaten, man kann schon denken, was ist. Und Herr Amano hat gesagt, und das findet heute statt, dass er noch mal den Versuch macht, eine Delegation zum Iran zu schicken von seinen Inspektoren. Die sind, glaube ich, heute unterwegs. Die fliegen heute zum Iran. Und das hatte Herr Amano uns sehr ernst gemeinte Initiative gesehen und hat auch durchaus Vorbedingungen den Iranern gestellt. Er hat gesagt, ich schicke die ja nicht einfach hin, damit die sich da Kirchen und Klöster angucken, sondern dass wirklich ernsthaft eben die Möglichkeit haben, auch sich Dinge anzuschauen. Und die Delegation, er hat sie nicht zurückgezogen, das war letzte Woche, sondern er hat sie fliegen lassen heute. Und das ist für mich ein Indiz, dass nochmal der Versuch gemacht wird, auch von Herrn Amano, der ja durchaus deutliche Sprache hat, der sich ja unterscheidet auch in seinen Bewertungen derselben Faktoren von dem, was sein Vorgänger gemacht hat, dass auch Herr Amano sagt, lasst uns diesen Versuch auf jeden Fall jetzt machen. Also ich würde auf jeden Fall davor warnen, sich auf irgendwelche nachrichtendienstliche Informationen zu stützen. Also wir haben die Erfahrung gemacht in Irak, wir haben die Erfahrung gemacht auch anderswo in Asien, dass die Qualität dieser Informationen ganz, ganz unterschiedlich sein kann. Und es sollte nicht als aktionserzwingendes Ereignis akzeptiert werden, weil einfach die Unsicherheit dieser Information ist so groß und die Konsequenzen so schwerwiegend. Die sind dann schwerwiegend. Dass man, glaube ich, bereit sein muss, einfach seine Ahnungslosigkeit zuzugeben. Aber Herr Mallory, das ist ja eigentlich auch ein Stück weit die Ironie der Geschichte, dass die Vorwürfe, die man dem Irak damals gemacht hat, Atomwaffen anzustreben und den Terrorismus zu befördern, genau auf den Iran zutreffen. Also der Iran exportiert den islamistischen Terrorismus bis in den letzten Winkel dieser Welt. Und das Atomprogramm, es deutet sehr darauf hin, dass es einen militärischen Charakter hat. Denn durch das Raketenprogramm, es ergibt nur Sinn, wenn man es atomar bestücken kann. Das bezweifle ich nicht. Ich bin ganz bei Ihnen. Aber wenn ein Nachrichtendienst auf mich zukommt und sagt, es ist 11.59 Uhr, ich glaube Ihnen nicht mehr. Ich danke Ihnen für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde heute Abend. Ihnen auch herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss, schönen Abend noch.